Motorsportfreunde, für die, die nicht ganz so jeden Sonntag dem Seitenwagen zuschauen. Vielleicht achten Sie mal drauf, sind hier Besatzungen unterwegs, die rechten Seite haben und dann auch welche an der linken Seite. Die meisten haben den Seitenwagen links, aber es gibt auch Besatzungen, wie gesagt, die rechts den Seitenwagen haben. Das hängt dann immer vom Befinden der Herren zusammen, welches ihnen am besten entgegenkommt. Also beide Seiten sind hier möglich als Einsatz in diesem Sport. Und hier kommt die Spitzenreiter und da geht das über Runden. Das ist natürlich, schauen Sie mal, das ist nicht so einfach. Hier sind die Linien dann zu, da kann man nicht einfach ran und vorbei. So viel Platz ist dann doch nicht, auch wenn wir hier im deutschen Grund schon eine sehr großzügige Strecke haben. Aber da müssen auch die Spitzenreiter sich anstellen. Und wenn man ganz im direkten Duell mit zwei Reiterfolgern ist, dann ist es diese Manöver Herausforderungen für die Spitzenleute. Vielleicht noch, liebe Motorsportler, neu noch ein Wort zu den Motorentechniken. Die Fahrgestelle sind ja von auch verschiedenen Herstellern. Bei den Motoren vor allen Dingen der Unterschied zwischen Viertakt- und Zweitaktmotoren. Dort gibt es also durchaus Unterschied. Das hören Sie am Sound schon. Das kräftige, hochdrehende Sound ist in der Regel der Zweitakter und dann der dumpfe und manchmal auch etwas aggressive Klang kommt dann auch von den Viertaktern. Bei den zwei Taktern hat so hier die beiden Spitzenreiter wieder durch. Nächste Runde, wir sind in Runde 8 mit unseren führenden Männern aus Tschechien, die Czermak-Brüder. Ah, da gibt es noch ein bisschen Gestikulieren von der 27 wegen der Überrundungen. Blaue Flaggen wurde da gerade gefordert. Ja, das ist eben das, was ich sagte, dass man hier beim Überrunden natürlich Zeit gewinnen, aber auch verlieren kann. Aber die Männer, die überrundet werden können, vorbei. Super. Axel Richter und Stefan Nicke hier gerade mit der 73 durch auf der 8. Position, also in den Top 10, die unterwegs.